So, welcome back. So, wir haben die Küche schon mal grundmöbeljahrisch eingerichtet. Jetzt fehlt bloß noch ein bisschen so Zubehör. Die Frage ist, ob ich die Küche hinten erweitere. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier einen Toaster und eine Kaffeemaschine hinstelle, ist der gesamte Platz bereits belegt. Und das sieht ja ein bisschen unaufgeräumt. Also ein bisschen. Ne? Man will auch irgendwie eine Arbeitsfläche haben oder sowas. Von daher muss ich mal gucken, ob wir ja nicht vielleicht hier doch die andere Seite mit benutzen. Warte mal kurz. Was gibt es denn alles bei Marble? Schade. Alte Gott, es gibt doch ganz normale Tische. Aber scheinbar nicht. Was gibt es denn allgemein so für Desks? Ah, ne, das nicht. Dann gucken wir Table. Ist denn hier irgendwas Schönes, Marmoriertes? Irgendwas Schönes? Aus Kopfsteinpflaster zum Beispiel? Ja, nee, ist klar. Ich meine, man könnte natürlich, weil es ja so an die Wand angelehnt ist, auch sagen, man hat einfach sowas an die Wand angelehnt, das was ein bisschen abgestützt ist. Sowas hier zum Beispiel. Das sieht tatsächlich mit diesem einen mittigen Fuß ganz gut aus. Können wir natürlich auch gucken mit dem grünen Holz. Ah, ne, grün gibt es gar nicht. Ja, ne, dann würde ich tatsächlich das hier machen. Ganz normales Holz haben wir gar nicht, ne? Ne. Wie viele Tische machen wir denn? Machen wir. Oh, doch, machen wir gleich 4. Dann passt es auch mit den Slabs. Dann brauchen wir. So. Brr. Ah, ne, kriegen wir 6 Stück. Oh, egal. Bumm. So. Kann man ja wieder rekombinieren. Wie sieht es tatsächlich aus? Ah, ne, doch, geht. Ja, perfekt. Ah, ne, ist ein bisschen tiefer, oder? Ist ein bisschen tiefer. Ne, das ist ja. Hoffentlich fällt es nicht auf, wenn die Sachen dann. Also, nicht, dass ich auch nicht darauf stelle, dann aussehen, wie als wenn sie schweben würden. Das wäre richtig räudig. Aber mal schauen. Erstmal gucken wir mal, was wir überhaupt machen. Home Decor. Alles, was ich auf jeden Fall haben möchte, ist mindestens eine Kaffeemaschine und mindestens ein Toaster. Also so die beiden Sachen, die man auf jeden Fall braucht. Das brauchen wir auch. Ah, genau, haben wir sogar noch. Genau, einmal übrig. Easy. So, Kaffeemaschine. Gib mir. Ah, ne, mir fehlen noch ein bisschen Plastik. Kunststoffplatten fehlen noch und Glas. Kunststoffplatten, wo hatten wir die Dinger? Da. Yeah. So. Dann würde ich dich nämlich hier hinstellen. Nö, okay. Man sieht nicht, dass das Ding schwebt. Also nicht auf den ersten Blick. Und das ist ja ausreichend. Sehr geil. Dann brauche ich noch den Toaster. Wird aber auch wieder eine Heizspirale, weil es ja was erhitzen muss. Oh, brauche ich gerade 2. Und wir brauchen dringend mehr Eisen. Das ist nicht gut. Ja, komm. Was ist das Ding süß? Klingt wie so ein Spielautomat. So, was ich auf jeden Fall noch machen würde gerne. Wäre so ein bisschen drumherum gedingst gedönst.
Also zum Beispiel. Oh, das waren wir auch noch bei der Toilette. Da gibt es gar kein Toilettenpapier. Haben wir irgendwas davon? Wir können mal gucken mit Bambus. Bambus müsste relativ leicht zu finden sein. Bekannte letzte Worte. Aha. Was ist das hier eigentlich? Nice. Na gut, das war's. Also. Das wird aber mittlerweile auch reichen. Ey, wow, wir haben genau ein Stack. Ha! Lol. Da. Ist das praktisch, direkt bei seiner Base zu. Bei seiner Base zu sterben. So. So. Mal davon ein paar. Alles andere müssten wir haben. Oh, doch nicht. Gib mir mal hier diese beiden Holz, die übrig geblieben sind. Dankeschön. Ach, für das Ding brauchen wir das. Oh. Ah, das Ding wollte ich ja auch bauen. Brauchen wir also doch drei Holz. Holz. Aha. Was? Ach so, ja. Weil wir fürs andere dann einmal Sakura-Holz brauchen, konnte er nicht beides gleichzeitig da reinpacken. So, und jetzt einmal so. Du kommst nach. Und du kommst na, ein bisschen hoch. Tja, entweder wir können. Ach so, ist ein bisschen. Ich könnte es auch rotieren. Dann ist er aber relativ nah über den Tisch selber, was vielleicht gar nicht mal so schlimm wäre. Doch, ich rotiere es lieber. Schraubendreher haben wir nicht, oder? Doch, haben wir. Ja, so ist richtig, genau. Ich hasse mein Leben. Aha. Nice. Oh, liegt ein bisschen sehr eng auf, aber hey, was soll's. Ich habe auch überlegt, ob ich das Ding vielleicht nicht so quer hin, also hoch stelle. Wäre vielleicht auch nicht so ein Problem gewesen. Ich glaube sogar hier.
Ach, geht nicht, weil hier die Glasscheibe ist. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, das ist so. Weil eben das sah davor einfach, ja, da war einfach zu wenig Platz. Das sah zu beengt aus. So, sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch irgendwie eine Uhr oder sowas. Ah. Lol. Passt sowas bei uns im Bad hin? Wird eng. Nee, doch, würde eigentlich voll passen. Die Frage ist, was ist das? Aha. Etwas, wo wir Wolle brauchen. Sowas wollte ich doch schon immer haben. Ja. Wo war das jetzt? Handtuchspinner, da. Oh, lebe ich doch. Dankeschön. Doch. Dankeschön. Das würde mich vollkommen hier anpassen. Ja, perfekt. Das ist grandios. Nice. Ich überlege gerade, ob das nicht doch vielleicht hier ungefähr so vielleicht. Ich glaube, ich mache zwei. Ach, Leute. Einmal mit Profis arbeiten hier. Nee, geh mal da hin. So. So, sieht gut aus. Okay. So. Ich, wie gesagt, auf jeden Fall noch eine Uhr, hätte ich gerne. Glock. Boah, oder so eine richtige Uhr. Das ist natürlich auch geil. Oh, da brauchen wir erstmal so ein IC für. Fertigen. Siliziumklumpen. Ah, okay, hätten wir tatsächlich. Hätten wir alles dafür. Frage ist, nehmen wir so ein Ding? Oder so? Ich hätte schon lieber so eine richtige Analoguhr. Frage ist, nehmen wir so eine oder so eine? Oder beide. Eine für die Küche und eine für hier vorne oder sowas. Ne, glaube ich, nehme nur eine große, die wir dann hier vorne hinstellen. Ja. Das ist gut. So, brauchen wir also zuerst, brauchen wir normalen Sand und Eisen. Dann brauchen wir das hier. Und, nee, was war's? Ah, Kupfer. Okay, können wir gleich 4 Stück von. So, und dann brauchen wir irgendwie schwarze. Ja, doch, schwarze Farbe brauchen wir. Schwarze Farben haben wir, glaube ich, nicht. Aber kriegen wir ganz schnell, weil es ja bloß Kohle. Genau, die brauchen wir dafür. Ah, können wir sogar 2 Stück davon. Ja, können wir doch eine in der Küche aufhängen. Was soll's. So. Messingbarren. Ich glaube, spätestens da hört's auf. Beim Messing brauchen wir nochmal was? Zweimal Kupfer und einmal Zink. Ich glaube nicht, dass wir das hinkamen, oder? Doch, haben wir. Aha. Nice. 3 Stück. So, dann brauchen wir erstmal dich da. Dankeschön. So, und das müssen wir jetzt hier einmal Dings dann. Aber hier ist brennbare, sag mal.
Hat der Kikifatz. Gib mal die Leitern her. Hab gehört, die brennen gut. So. Mit bestem Dank zurück. So, dann haben wir hoffentlich alles, was wir brauchen. Außer das gute Holz. Was brauche ich denn da? Hartholz. Wo zum Fick kriege ich denn jetzt Hart? Ah, okay. Ach, natürlich super. Na ja. Dankeschön. Dankeschön. Hallo. So. So. Ah. Ach so. Ah, okay. Ah, nee, halt, ich brauche noch Slabs. Lange wird es ganz schön voll. Was sind der jetzt schon wieder noch? Das brauche ich noch. Ah. Holy Wacamole. Du kannst da rein. Ja, muss reichen. Scheiße. Mein Inventar ist so voll. Aber schon wieder haufenweise Scheiße, die wir jetzt wieder alles nur einmal haben. Einmal das. Jetzt werden wir jetzt hier noch. Einmal Messing. Die anderen beiden brauchen wir ja. Das ist zum Kotzen. Du kannst da mit rein. So. Jetzt aber. Dankeschön. Mann, ist die groß. Holy shit. Hätte jetzt irgendwie gedacht, die ist nur halb so tief. Der, die steht ja so. Oh, Alter. Ich hatte echt gehofft, die wäre nur halb so tief. Die ist ja. Oh Gott. Die können wir da so nicht stehen lassen. Na, muss hier in der Ecke stehen. So. Okidoki. Und da man die Uhr von hier in der Küche aus auch gar nicht sieht, ist es sogar ganz gut, hier noch eine Uhr zu haben. Tada. Na, easy. Okay. So. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Dip, dip. So, weißt du was? Du auch. Du auch, du auch. Entschuldigung, ist zu voll. Wer hätte es gedacht? Tja, leider haben diese Vollkornbrote nicht so eine schöne Textur. Sie sieht voll komisch aus. Wie viel haben die eigentlich? Haben die auch 5? Oh, die haben sogar 6 Sättigung. Mois. So. Sieht da gar nicht mal so schlecht aus hier alles. Schon richtig wohnlich.
Not bad. Oh ja, hier breitet sich das noch richtig aus. Was? Voting started by Skip the Night? Meinetwegen. So, die können auch wieder ein paar Blumen weg. Ups, Entschuldigung. Die können weg. Hier sind plus zwei. Oh, hier können einige weg. Wow. Okay, jetzt ist hier schon richtig bombastisch, fantastisch. Du kannst weg. Du kannst weg. So. Langsam wird er mit den Blumen. Sehr, sehr nice. Ich pack mal die weißen Blumen hier unten hin. Beziehungsweise eben, die kann man eh gar nicht hier rein. Die weißen Blumen waren ja hier. Gib mal her. Steht mal kurz fest, ja. Ach, okay. So, easy. Schon gleich viel besser. Schnicke. So, dann würde ich jetzt. Achso, die. Und schon ist der Kasten voll. Dann würde ich jetzt tatsächlich mal unter Tage gehen. Mal ein bisschen Eisen suchen. Oh, ich sehe schon eine ganze Menge Eisen, oder? Gott, das Ding schnell, Alter. Deswegen mache ich dieses Alien-Zeug so. Das ist einfach so schnell. Und hält aber gleichzeitig auch super lang. Ne, aber gerade dieses Rainbow-Ohr, es war auch super schnell. Aber hält leider nicht sehr lang. Dachte, die war mehr. Na gut. Oha. Alter, was ist das hier alles für ein Zeug? Digga, ist richtig Eisenmine hier. Not bad. Oh, noch ein bisschen Kohle. Kann auch nicht schaden. Wollte gerade sagen, ho, gerade mal 31 Eisen, aber nee, doch ein bisschen mehr. Eieieiei, das geht so scheiße schnell. Gibt ja auch so viele Punkte mit. Weiß ich, Mineralien, Rohstoffe, was auch immer. Erze. Erze ohne Grenzen. Und das sind Erze voller Farben.
auch ein bisschen Gold. Brauchen wir auch ab und zu. Das hört ja hier gar nicht mehr auf, Alter. Gott, das ist viel Rohstoff hier im Boden. No, sieht erstmal aufgeräumt aus. Ich mache mal hier eine Fackel hin. Ungefähr da so. Und dann müssen wir eine da so. Regel Nummer 1. Niemals nach oben oder unten bohren. Bauen. Das war gerade der Alien-Zeug, ne? Nee. Schade. Ja, weit über 200. Klingt in Ordnung. Nice. Können wir es aber erstmal belassen. Da ist der Ausgang. Ich meine, wir könnten jetzt hier noch weiter runter, aber wenn wir später nochmal Eisen brauchen, können wir immer nochmal runter. Von daher lohnt es sich nicht jetzt hier. Also was fällt mit ganzen Leitern hier auf sich? Leute. Schon ganz schön hoch. So. Aber mal wieder ein bisschen Eisen hier. Sehr gut. Und was auch immer das andere ganze Zeug für Mineralien sind. Zumindestens. Ich manche Sachen schön farbfreudig hier. Die drei Sachen vor allen Dingen. Schön RGB-Technik hier. Nice. Gefällt mir. Du kommst da mit rein. Du auch. Du auch. Alles andere kommt hier mit rein. So. Ja, gut. Cobblestone können wir eigentlich schon fast ein bisschen was weghauen. I don't know. Ancient Marble. Ah, ganz ehrlich, das kann weg. Das Zeug kann weg. Cloud Emerald Uhr, I don't know, weiß ich nicht. Radio. Ich sehe, wir können doch mal Radio hier aufstellen. Ha! Das hier könnten wir mal eigentlich mal zu Knochen umarbeiten, gell? Ey, geh an, du scheiß Teil! Arschloch. Nein, down. Achso, klar. Habe ich gerade gewundert, warum haben wir Leitern in der Hand, aber eben, die haben wir gerade abgebaut. So. Dann würde ich mal sagen, soll es das mit der Folge auch schon fast sein. Und ja. Oh, Alter, jetzt ist er aber ab mit den Blumen. Holy Wackamole. So muss das sein. Und dann sehen wir uns zu einer späteren Folge. Wobei es ja für heute, für die Session, erstmal die letzte Folge war. Ja, eben. Als nächstes kommt ja wieder ATS, ETS, weiß der Geier was. Von daher, das ist eine Weile lang mit Mindtest wieder gewesen sein. Und dann mal schauen, ob ich nächstes Mal, wenn wir dann Mindtest spielen, tatsächlich wieder hier Mindtest spiele. Auf dem Wonderworld oder mal wieder auf einem anderen Server oder mal wieder auf einen von meinen Servern. Muss mal schauen. Auf jeden Fall für jetzt erstmal war es das auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns irgendwann zu einer weiteren Folge wieder, was auch immer das denn sein wird. Ja. Von daher, bis dann.